Hallo und herzlich willkommen zu einem Reaction-Video auf unserem Kanal. Unser erstes Reaction-Video und zwar natürlich zu Placo 2. Ich bin zum Glück heute auch nicht alleine, die Jungs sind auch dabei, der Rick und der Mitaro. Und ja, sagt doch einfach mal Hallo. Der Rick sagt Hallo. Der Mitaro sagt auch Hallo. Ja, endlich mal eine Reaction und vor allem, die ist ja so gespannt, ne? Das ist ja. Jetzt ja. Das Gameplay. Ja, genau. Wir sind sehr gespannt und ja, der Countdown läuft und gleich geht's schon los. Und ja, wir gucken mal, was dieses Gameplay heute uns erwartet. Ach, ich bin echt neugierig. Ja, wir sind alle neugierig, gell? Mhm. Aber ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie euch die Reaction von uns mal gefallen hat, weil es ist ja die erste, wir wissen gar nicht, wie sowas funktioniert. Genau. Ich meine, dumm labern können wir gut, aber ja, gut, wir wollen da mal gucken. Jetzt. Wir gucken mal gleich, wie es bei euch an so ankommt. Und let's go! Yay. Oh, ich habe lange keine Unlock-Mail gesehen. Habt ihr dich verfolgt? Nein. Die letzten Wochen, nein, gar nicht. Ich glaube, den Trailer haben wir alle schon 80.000 Mal gesehen. Genau, der mal hinter uns, ja. Das kommt mir bekannt vor. Aber wisst ihr, was mir noch aufgefallen ist bei diesem Trailer? Die Beine hängen runter, ne? Achte mal drauf. Ja, ich hab das gesehen. Baumeln, ja. Ja, die baumeln runter. Pass auf, guck. Aber es ist halt eine Cinematic, ne? Deswegen habe ich nichts dazu gesagt, ja. Also, wir wissen ja, dass es mehr Animationen so für die Besucher geben soll. Guck. Aber ja. Ich habe jetzt nichts von den Sachen aus dem Trailer spezifisch als Beispiel genommen, weil ich halt eben nicht weiß, ob das so passiert. Wie cool wäre das denn? Wenn die so viel da reinbringen, ich bin gespannt. Ja, es gibt so einige Sachen, die passieren könnten. Wer weiß, was wir heute alles sehen. Und der Weg aber auch so gut wird, ne, wie da, das ist ja eigentlich alles begehbar. Ja, und vor allem total sauber auch, ne? Ja, ich frage mich, wie die das lösen wollen. Dass das so funktioniert. Das muss ja irgendwie auch noch einfach zu nutzen sein. Ich frage mich, warum die keine DLCs einfach rausbringen. Keine Woche zwei im Double. Wo ist unser Soft-DLC? Ich will eins behalten. Auch nur DLCs. Besser Performance, meinst du? Ja. Hello everyone and welcome Hello. To Frontier Unlocked. It is the seventh one of the year. We've flown through the year. Ein bisschen lauter mal, ne? Chantel, ja, gefühlt schon. It's a big one, everyone. Chat, we've been watching chat go nuts. We all keep an eye. So yes, we have a lot of. Wer ist denn die Frau? To information for you today. You're going to be eating. Hab's noch gar nicht gesehen. Nee, die kenne ich aber auch. Well. Ich habe die Unlock-Dinger am Anfang so ein bisschen verfolgt. Love Frontier, so love back to you, Sammy. Er ist ja immer dabei. Er ist ja immer dabei. I don't know what it is, but love back to you. So we've got lots of stuff to go through. Auf jeden Fall haben wir endlich mal diese Planet Coaster 2 Poster im Hintergrund. Stimmt, ja. Ja, es war doch irgendwie immer so, dass das auf den Postern war, als das Thema der Folge. Ich glaube, im März habe ich die letzte Folge verfolgt. Ja, das ist kein Planet Coaster. Also, nee, das ist kein Planet Coaster. Oder vielleicht gut, schon, wer weiß. Ja gut, ich denke mal, das wird noch kommen. Also, wir gucken mal. Wir schauen uns die ganze Sendung mal an. Großes Hauptthema heute. Ja, ich denke mal, eine Stunde wird es gehen. Wahrscheinlich, ja. Ich denke mal, wir werden die Timesteps auch noch reinbringen. Ja, macht ja Sinn, wenn sie über andere Spiele auch noch reden. Ja. Das ist ja dann auch weniger unser Thema. Show number one, I heard people in chat telling me, please announce Planet Coaster 2. It's not down to also das Wichtigste ist eigentlich erstmal Performance. Wenn das muss erstmal gegeben sein. Ansonsten brauchen wir gleich. Das ist ja auch schwierig in so einer Demo. Also generell ist es schwierig zu sehen, bis du es selber in der Hand hast. Ja. Ja, klar. Oh. Jetzt wird es laut, finde ich. Wenn der Trailer irgendwie anfängt. Deep Dive. Hi, I'm Rich Newbold, Game Director, and I'm Adam Woods, Senior Executive Producer, and we are really excited to show you the very first look at Planet Coaster 2 in this first Deep Dive video. We're going to take a look at the combination of water parks and roller coaster parks. Schade, dass sie das nicht sehen. So let's dive in.
Rich, what is Planet Coaster 2? Oops. Planet Coaster 2 is the sequel to the original Planet Coaster, the game we'll know and love. It's a creative management sim about building and designing those amazing theme parks, kind of running a successful park, making sure your guests are happy and spending money so you can keep building it and building it and expanding it. And it's about sharing those creatures as well. Spannend. And in Planet Coaster 2, we're bringing those amazing water parks that have been requested by our community for many years now into a game that you know and love. Speaking of water parks, we are here already in the water park area of this theme park that we've built already. This is a work in progress sandbox from one of our development builds, but you can see our guests are already enjoying. Okay, die bewegen sich auf jeden Fall alle anders. Placed here. Pop that down quite quickly. Wie smooth das aussieht. Das ist echt viel los. Ich muss sagen, bei 5000 Gästen ist das schon sehr content, really. Gut. Guck mal auf die Maschine an, die das Ganze laufen lässt, wie große Parkart ist. Die sind mit der Maus unterwegs, also ist auf PC-Version auf jeden Fall. Ja, ich habe schon gesehen, dieses steht ja unten alt für das Radio. Das haben die, glaube ich, auf der Konsole dazu übernommen. Oh, wie realistisch, also die Bäume, wie die wackeln und alles, finde ich super gut gemacht. Auch der Ballon. Es ist irgendwie so viel. Ich glaube, ich muss ja das immer ganz, ganz gemütlich für alles anschauen. Wir bekommen eine gute Sicht von diesem Punkt, glaube ich. Da gehen wir. Would you go on that? That is not the kind of ride that appeals to me. I get motion sick and I'm afraid of heights. So neither of those things have made this flume appealing to me. Ich kriege dann doch so einen blöden Streifen da rein. Ich weiß nicht, woher das kommt. Have transparent sections of the Oh gut, dann. Kind of inspired by real life flumes and real life water parks. Ich finde die Farben mega. Clearly you can see here, you can also change the colors. Ich finde interessant, dass hier die Wege wieder so ein bisschen. Das ist auch die normalen Wege, die wir schon kennen aus dem ersten Teil. Bringing water to Planet Coaster 2 has been really exciting. It's been great. It's been a challenge as well of how we provide tools for players to create those kind of authentic looking pools of water that you see in water parks. Those kind of sometimes they're geometric shape, they're kind of square or rectangular, or they have these kind of natural kidney bean shapes as well. Making sure we have tools that allow a player to build those kind of pools in their water parks. It's also having a Bademeister. And we want to make them look visually appealing for a guest. We wanted an aesthetic that is kind of that vibrant Fernglas water that you see in that idealistic water park that we all have in our minds as well. And making sure that it looks amazing and interacts well with your guests, whether it's on a flume or is jumping mit der Kamera. It's a cannonball in and things like that. So it's been great bringing that through development from a kind of basic prototype to something that looks visually amazing as well. I think it was also interesting. Aber da sieht man die Überdachung für die Schatten und sowas, ne? Guck mal die Schatten. You know, we have the new lifeguard, the new staff type, right? Ah, okay. Ja, auf der Liege safety conscious people all the way. Sonne sehe ich auch. You know, guests are okay. Ja, wenn Sonne, also wenn Sonne und Schatten, dem ist ganz stimmt. Station, which is manned by a lifeguard. I think they're out. Habe ich gerade gesehen, mit dem Umriss da, ne? Probleme gibt und alles. Der Umriss, der gerade so ein Bild war, das war wahrscheinlich dann der Radius von dem. Genau, das war das Sichtfeld von dem Bademeister, ja. Genau. We have guest services, which are the areas where you'll buy. Ja, neue Shops. Er sieht einfach aus, brennt zu so ein bisschen, ne? Wir sind vorhin da rechts. Keep my economy going. We've got a new shop, Splash Emporium. Buying all those inflatables ready to use in the pool as well. Always need those for a pool. Ja, das ist schon crazy, ja. There's the economy aspect as well, making sure you've got the price point for those things right. Und manche nicht. Appealing to your guests, but also high. Ja, es gibt ja keinen getrennten, kind of make as much as possible and then Badebereich. Keep your economy going. Und bei dem Infoshop sind jetzt auch Schirme drin gewesen, die da an der Wand hingen. Ah, okay. I would say the flumes and the pools are the most important part, but maybe. But if I can't get changed into my Speedos, I can't get on the flume. Oder kostet es der Grund 3 war es nicht getrennt? Durch die Umkleide. Ja, genau. Aber das ist hier auf den Bildern schon gesehen, dass das alles eins ist. Make sure your guests can access these changing rooms so they can get changed into their costumes. Das sind die Umkleide. Ja, die Umkleide sind separat. Wir sind ein bisschen auf die Toiletten halt, ne? One of the important parts of your park are your guests. They're the whole point that we're building these big parks to keep them entertained, keep them spending money, and that gives them a really thrilling time. In Planet Coaster 2, we've taken the opportunity to rebuild the guests, the kind of the way they look, providing a lot more diversity, representation, and variety. Ja, aber die haben jetzt beide dieselbe Szene.
Szene halt gehabt, ne? Aber es ist gefühlt detaillierter. And in Planet Coaster 2, they'll be affected by things like sunburn, so you've got to make sure that they have access to sun cream to make sure that they don't get burnt or they've got enough cover. Sonnencreme und so kennen wir alles schon. So this lady's got some factor 50 on. I hope so as well. I think so. But yeah, they'll also give you that feedback of there being on a ride that's too thrilling or fearful or too nauseating as well. So you'll have that more immediate feedback from the guests themselves onto what kind of time they're having in your park, whether it's a good one or a bad one. And it's not just guests that we've sort of gone back and looked at refreshing and rebuilding. We've also taken the firm fan favorites of flat rise and coasters over to krass. We've rebuilt them ready for more creative options. You'll see here we've got our teacups, but they look quite wildly different now. This has had a bit of a pass from me on its queue path and on attaching scenery directly to rides now and blueprints to directly arrive to rides. Ja, es ist really quick and easy. Man sieht, dass die Gleichsteine sind, aber to any of the parts that move. Ja, das sieht man hier in dem Feld hier, ne? Da. Ja, das war auch den Bildern teilweise schon so andersweise gesehen, aber jetzt hat man nie Bewegung. Aquatic themed as well, but that's not because it's an aquatic teacup. We built the teacup to be planar to allow us to put the aquatic scenery directly onto the ride. So some of the rides from Planet Coaster 1, from the original one that we've rebuilt, have been kind of paired back to allow us to put those scenery pieces on in Planet Coaster. More freedom in how you want to theme it. Yeah, exactly. It means that you'll have a lot more options now of I want to take a ride and put it into anywhere in my park, any theme in my park. How do I do that? Well, now I've got more flexibility in putting scenery and blueprints on. Wir haben ja auch schon durchaus mehr mit dem beschäftigt als so der Durchschnittszuschauer, der jetzt vielleicht nicht so da drin ist. Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem noch was anderes. Ich freue mich trotzdem, dass wir das sehen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 6500 Leute drin und das Spiel läuft gut. Oh, tatsächlich, habe ich gar nicht drauf geachtet, ja. Das ist schon recht viel. Also wir haben hier unten dann Coasters, Flat Rides, Track Rides, Flumes, Pools, Facilities, Stuff. Facilities sind ja dann Besucher, gell? Oder was war Facilities? Szenerie. Und dann haben wir hier... Yeah, this one has a green wir haben einen Bagger diesmal. Bagger mit eingebaut, okay. Finde ich aber cool. Okay, guck mal, Facilities sind die ganzen Shops und so. Radically different, using different colors and different color okay. Ich finde es aber auch sehr gut, dass hier nicht mehr zwischen Scenery und Gebäuden unterschieden wird. Ja, wir haben es gerade schon einzuschmissen. Ich glaube, das war bei Fansuber auch schon. Das war beim Fansuber irgendwie. Ja? Bis zum Ende habe ich mich da immer gefragt, was ist. Ich habe Fansuber mal angespielt oder so, aber ich habe mich nie irgendwie damit befasst, tatsächlich. Ich habe auch nicht viel gespielt. Ja, guck mal, da sind wir ganz viele von diesen neuen Rutschenarten, die wir alle auch schon... Guck dir das mal an. Wie geil. Guck mal, wie die da rumrutschen. Wie cool. Ja, okay, das finde ich jetzt schade. Normalerweise werden die noch gegen die Wand geknallt. Aber guck mal, das sieht aus wie so eine fleischfressende Piranha, ne? So ja, genau. Oh, cool. Es ist schon das erste Mal wirklich zum Action zu sehen. And the other thing you'll notice quite strikingly is that the color of the wallpaper are very different to what we had at the beginning. Again, new customization. Viele, die einfach nur einen riesen Wasserpark bauen. Ja, klar. Ja, ich meine, das haben wir noch genauso. Bietet sich aber auch an. Guck mal, wie viele Freizeitparks mittlerweile schon so einen Aquapark haben. Ja. Europapark von allein. Ja, mit Rulantica. Bei dem Doindrill gibt es auch so einen Aquapark mit 15 Rutschen oder so. Ich glaube, dass gerade bei Wasserparks noch ein bisschen seltener ist, dass die thematisiert sind. Im Vergleich zu any of the coaster cars. Freizeitparks. I've got my Whirlpool kriegen coaster einen Coaster gezeigt. Closed, ja, ja, da ist auch wieder der Schwimmreifen da dran, ne? Den packen sie gefühlt überall dran, als Beispiel. Es sind auch bestimmt auch Lampen dran, was sind das? A ring to the front, ach, die ein Seiten meinst du, ne? Ja. Kann sein. Das war auch so, das habe ich mir am meisten gehört. Das meiste, was ich irgendwie wünsche, dass man einfach mal Lampen an die Achterbahn dran packen kann. Also die Wagen. Aber geht ja damit anders. I'll just pop them on the side.
And although I do still have all of the advanced object movement tools that we are used to in Planet Coaster, the original one, öffne mal das Szenerie-Tool. I didn't actually have to hand place all of these lights down the side. We have very clever tools where I can mirror from this side to the other side instantly. And I can also do twinning, which means it will apply to all of the cars in my train, but I can also then make it affect all trains in the coaster, and that's why in the background you also see the was haben wir denn hier für einen Effekt da drin? Habt ihr das gesehen? Ist das Switchflex da hinten? Was ist das? Blockbremse. Aber hier, seht ihr das hier? Da flackert irgendwas. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ach, das sind bestimmt die Reibräder oder was? Nee, keine Ahnung. Na gut, ich glaube, es kann sein, dass wir im ersten Teil gibt es ja Reibräder in der Dings. Ah, doch, ja, 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 das waren die Reibräder, okay. Ja, das waren die Reibräder. Oh, oh. Ist da gerade was aufgebildet von der linken Seite, oder? To come up with so many wonderful creations, I'm really looking forward to that. And it's not just about fan favorite rides and fan favorite coasters. We have such a big suite of rides and coasters. We also have new ones as well, such as this Frenzy Thrill ride, which is going to spin our guests on a terrifying way. In my opinion, I wouldn't go. I think they're excited. Das sah aus wie so Minigames. A roller coaster and walk. Das ist so Carnival Zeug. Ride sometimes my belly's a bit too these days. So Wurfringe werfen und sowas. Oh, yeah. Das war ja cool. Das war ja ansatzweise ersten Teil. Oder sind das in the game. Achso, ich weiß schon mal, das könnte sein, oder? Nee, das sind Tische. Ah, das sind Tische und Bänke. Okay. Wir sind jetzt alles ein bisschen kleiner als du. We can look at some of the creative tools coming, and I touched on some of the new management features with the facilities and the new shop earlier. But we've got some new ones. We've got other ones, haven't we? Yeah, and as part of the water parks, we have water filtration. So you need to make sure that these pools that are being used by our guests stay nice and clean over time as The pools get busier and busier, they're going to get dirtier and dirtier. So you need to make sure you have a water filtration system in place for your pools and your flumes. And then on your coasters, your rides and your facilities, we have a power system as well. So you need to make sure there's enough power for them to keep running and for your guests to use them. And they'll need maintaining as well. Exactly. You need to make sure you've got... Habt ihr gesehen? Die haben, gibt sogar einen wave pool. Hier rechts. Da. Ja, das wissen wir doch schon, du. Hast du das eigene Video nicht gesehen? Echt? Nee, das, darüber haben wir nicht gesprochen. Nee, nee, das Video davor. Echt? Ich weiß schon alles über das Spiel. Ich habe schon gespielt. Oh, Müll. Ja, wenn man keine Mülltonnen einstellt. Ja. Ey, der sieht ja mal cool aus. No one wants to be in a park full of we have your shops, make sure they're safe. Die sind auch alle unterschiedlich. Gäste? Das wäre auf jeden Fall cool. Also die waren ja immer unterschiedlich. Your guests can keep on using them. And we have our wonderful selection of entertainers and mascots, and we have some new ones in Planet Coaster 2 as well. Let's have a sneak peek at Queen Splash introducing. Queen Splash. Queen Splash. We've been enjoying this deep dive in our more traditional camera view, but I think we should enjoy that coaster you've been customizing. I think we can enjoy that first person and kind of really see what the guests are going to feel as well as they go around your park. Of course, it's not just your roller coasters you'll be able to experience in first person mode. You'll be able to experience all of your flat rides and water flumes as well, including that very impressive looking raft flume we saw earlier. I can imagine going down that fly track. Pass auf, jetzt gleich geht das Bild weg. In this deep dive, we've just been giving you an overview of what's going to be possible in Planet Coaster 2, bringing those amazing water park visuals to the game with those amazing and sliding pieces. We've got our new creative tools. We have a new theme and the ability to customize those rides and those. Das sah zumindest smooth aus, was wir gesehen haben. We'll have a look at the tools that you're using. Das war eine Stahlachterbahn, ne? Wohl gemerkt. Die hat nicht geschlagen. Oh, Wishlist now. Ist schon vorbei. Aber ich muss sagen, der Lift hat sich anders angehört, ne? Das stimmt. There we go. That is a first look at some of the gameplay for Planet Coaster 2. That was great, right? Very, very cool stuff. But
We've got the stars of the show with us in the studio. White Chop, which is Adam. Welcome, welcome, welcome. Es ist noch nicht vorbei, der Tastatur und Maus da stehen. Really excited. First, beantwortet einfach ein paar Fragen. That sounds weird, chat. Don't make it weird, chat. But really excited to have you here. And we're going to do something really special, actually, because we're going to be playing a build of the game, right? We are, yeah. So I've just seen some of the deep dive stuff. Thank you so much for sharing this, but thank you even more. So we're going to play the game live. Chat. Live. Oh, da können sich keine Fehler erlauben. Ich hoffe doch. I'm just going to be fanboying over here, just asking random stuff. But we're going to be showing you a build of the game, which might be on the screen now. But Producer Adam, you can probably flick us to some of the gameplay. So some points. Oh, yeah, I think I should have one even auch gesehen. Geil. Development build. So, and this is a live show, chat. So I've just seen someone put wow. So it's live, right? Haben die einfach so if it goes wrong, ein Stück Weg darunter gesetzt oder ist es also, das ist jetzt live, ne? Das ist live, ja. Die haben einmal den King Coaster und einmal wie heißt die Queen Splash. Queen Splash. Haben die jetzt als Brunnen da. Ja, da ist noch Platz für zwei weitere, ne? Now that is because this is definitiv. Going to be a build we're taking to Gamescom. Yes, this is the Gamescom demo that you'll be able to play if you're lucky. The Lion King. The show. So there you go. Auf der Gamescom, kannst du es anspielen? We're going to be in Germany, we're going to be at Gamescom. If you're at the show, you'll be able to go hand. Auf der Gamescom? Ja, haben sie gerade gesagt. Ja, da haben sie gerade gesagt, ja. Das, was wir hier sehen, den Park, den kannst du auf der Gamescom anspielen. Cool. Da freut sich der einer bei uns auf dem Discord. Einer ganz besonders, aber ich glaube nicht nur einer. Nee. Kann das sein, dass ich ein bisschen übersteuere, wenn ich ein bisschen lauter rede? Ich habe dich gerade eben ein bisschen lauter gemacht, weil du so leise warst. Also ich sehe gerade da halt in dem Pegel halt drin, dass ich immer im Roten bin. Ja, das ist ja nicht so schlimm, das kann ich ja immer noch ändern. Ja, und wenn ich übersteuere, dann übersteuere ich, dann ist vorbei. Sind wir jetzt doch zu laut? Nee, das geht doch. Nur ich war. Ja. Passt schon. It's been like really tough. You've been like for all these times you've been development. You're like, we know this is coming. We know it's going to be so exciting when they see what we're doing. Gott, das sind das normale Wege und was das andere? Das ist einfach so drüber gebaut. Siehst du das? Ja. There needs to be something, please. And then. There it was, you delivered. It happened, finally. Guck mal, wie sauber das aussieht. Die laufen aber auch da drüber. Die laufen da drüber, das ist ein kompletter Weg. Ist Weg auf Weg? Kann man das mittlerweile machen? Also haben die vielleicht so ein Plaza-Pool, dass du einfach nur so einen Kreis, so groß wie wild irgendwo platzieren kannst? Oh. What you're seeing is what you're getting. There's no trick here. We're doing some stuff and I think you're gonna pop down a coaster, it looks like. I'm gonna pop down one of our new blueprint coasters. Twisted cool. Arc. Weil die Wartschlange ist mit dem Blueprint drin. Das ist ja cool. Und die Szenerie auch. Das ist natürlich, das ist schon so viel geil, ne? Das was die Wege nicht mehr selber jetzt, machen? Jetzt, ja. Das war ja bei 1 immer so kacke. Das ist auch neuer Achterbahn-Typ, oder? Das ist Voltron. Genau so was in Erinnerung. Voltron. What that means to our community, the people. Oh, das sieht so schön aus. Ich will spielen. Yeah, this is a pre-built roller coaster. It has paths in the blueprint. Yeah, which is. Ich fang gleich an zu weinen. Yeah. It's not something that. It's something that you kind of like. We've done this. We move on to all these amazing new things. But this is a big thing. You know, we've got paths in blueprints. It's now super easy for you to choose a coaster blueprint, put it down, and connect it up against. Ich bin so froh, dass das auf dem Weg gebaut wurde, wenn ich den so sehe. Habe ich große Hoffnung, wenn ich ehrlich sage. Also bin gespannt, was dabei noch kommt. Wegen, das ist ja ein sehr großes Thema. Ich freue mich aber auch sehr, dass die einzelnen Buchstaben mittlerweile als Objekte drin sind. Das auf jeden Fall. Ich glaube, das war bei Plinzu auch schon da, aber als Plin Coaster spielt, ist toll. Hatte, glaube ich, auch schon die Schriften, ja. Ich meine, es gibt auch verschiedene Schriftarten. Wenn ich mich errichten sind, ist auf manchen Bildern noch andere drauf gewesen. Holzachterbahn. Das darf nicht fehlen, ne? It's really cool. So we're gonna pop another. Ach so, das sind die Namen von der Bahn. Okay. Ah, guck mal, wir haben mit auf den Weg aufgeknallt. Da kannst du Weg auf Weg bauen. Wie geil ist das denn? Mega. Das ist ja cool. Ja, dann ist ja jetzt klar, dass der Wegebau einfacher gemacht worden ist. Fertig. Ich glaube, noch einfacher geht's nicht mehr, oder? Nee, einfacher geht's nicht mehr. Das ist ja super geil. Das ist idiotensicher jetzt, wie geil. And also adding things like plazas and tools that allow you to build those more open
Also wenn du wirklich einfach den Weg überall hinfahren kannst, das ist ja super geil. Sieht aber nicht smooth aus. Fahr mal damit, bitte. Hätte mir jetzt auch interessiert. Der sah echt ein bisschen ruppig aus. Gott, ey, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Es ist so viel hier. Das hier hinten sieht aus wie ein Hotel. Du kannst dann auch hier die, wenn ich beim Eingang gerade richtig sehe, wenn du die Wege übereinander platzieren kannst, dann kannst du halt auch eigen so Wegmuster und sowas machen. Ja, ja, das ist mein Wege-Cover-Tutorial, aber jetzt schon Arsch an. Was hast du noch covern? Der gilt ja für eins. Der gilt für eins. Ja, viele von den Tools sind ja auch für allgemein gehalten. Das heißt, die gehen auch als Blueprint, das ist cool. Ach, als ob du kannst das einfach jetzt auf den Weg knallen. Mega. Mega. Yo. Okay. Was für ein Test? Ja, die Wasserbahn. Ich hoffe, man kann diese Bordsteine-Dinger noch ausschalten da. Wenn jetzt immer so übereinander lappen, sieht irgendwie auch ein bisschen komisch aus. Gut, du hast verschiedene Optionen hier noch, ne? Es ist ja auch noch eine, was ist das hier, Work in Progress, ne? Also, ist ja noch bei weitem nicht fertig. Das ist ja, wie ich das jetzt richtig verstanden habe, die Demo für Gamescom. Ja, genau. Ja, genau. Can't wait to see what they build with this. I played a lot of Planet Coaster 1 with my now wife and one of my best friends. We'd play it online. We'd all be in a chat playing Planet Coaster 1. We would often try and build really elaborate parks and we forgot about the workshop. And that the guys, the Treppen auch funktionieren. Really cool things. And we were like, I'm spending hours trying to make a bar. And there's 10 of them in the workshop. So we can't wait to see with the tools that you guys have made for Planet Coaster 2. What our players will be able to do. Das ist wieder so ein Fahrgeschäftsfunk, das in der Sicht sehen. We're going to show some of the customizable options in a second. This is a full rebuild of everything, right? Yeah. So one of the questions we get asked a lot about is like, can we bring over saves? But I guessing because of how much has changed, it's unlikely we'll bring over saves. Hotel ist eine Station, mich das sagen. Aber warte, we've built a lot of new systems and kind of all the themes from scratch. So all of your saves, your workshop creations won't be able to transfer to Planet Coaster 2. Ja, okay, haben wir gedacht. Also die Save-Files aus dem ersten Teil kannst du im zweiten nicht mehr laden. Ja, ja, das war ja klar. Ja, aber es ist zumindest offiziell. Das ist schade. Ja, ich verstehe es aber auch. Auf einer Seite ja, auf anderer Seite finde ich es auch schade. Naja. Wir müssen ja noch irgendwelche Verbesserungen übrig lassen für den dritten Teil. Ich hoffe, es kommt kein dritter Teil, bitte. Von mir aus hunderte von DLCs, aber kein dritter Teil. Mal schauen, was du in 8 Jahren sagst. Die Chance ist ja groß, wenn die das wie Plans zu Hand haben, da kommen ein paar DLCs. Ich glaube auch. Ja, guck mal hier. Das Ding ist neu. Kannst auch einfach auf den Weg bauen. Das ist so ungewohnt. Das ist so gut. Vanilla version of the flat ride, just because you might want to then change it yourself. So we have a brand new ride, Planet Coaster 2 as well, the Monsoon Chute here. Du bist ja völlig uneingeschränkt jetzt. In its kind wie gut. Of form. Looks great, looks fantastic. I can still choose to. Das ist eine Art Freifall-Tour oder was das? Wir haben jetzt die Mitarbeiter mit dem Menü drin, ne? Ach schon, da kann man die auch da zuordnen. So, das ist ja auch gut. But we also now have blueprints for flat rides. And this is the same flat ride, but just customized. Yeah. Oh. This blew my mind. Aber das ist genau das, was das haben wir uns ja gewünscht, ne? Neutrale Fahrgeschäfte, die du selber ein. Wie gut. Ist einfach wahr geworden. Wie gut. Ja, das ist im Prinzip das, was es auch jetzt schon im Workshop halt gibt, ne? Nur jetzt schon als Vorlagen drin. Ja. Ja. Aber stimmt, also hier wird dann nochmal gezeigt, dass jeweils immer dasselbe Fahrgeschäft. Es ist halt wirklich eins zu eins, was ich gesagt habe. Das ist so ein Splash-Ding. Das ist wie so ein Keil und dann haut das jetzt Wasser wahrscheinlich weg. Oh ja! Cool! Ich weiß gar nicht, wo es das Ding gibt. Habe ich schon ein paar Videos gesehen. Ich habe das noch nie gesehen, aber... Auch nicht, aber ich glaube, da wird mal ein Hut nass. Kann ich euch mal nachher mal zeigen, es gibt tatsächlich das Ding. Ja gut, davon gehe ich aus, ne? Aber hier, wir sind frei im Bauen, wir können alles kombinieren, auch diese Roboterarme, die wir jetzt hier sehen.
Oh. Wenn ich das mal richtig sehe, dann ist es ja auch so, dass hätte gerade die Dinger dahin platziert, einfach auf dem Weg. Das heißt ja so viel wie, dass wir auch Szenerieobjekte frei auf Weg bauen können, ne? Ja, das sieht man ja hier alles, ne? Das heißt, da gibt es auch gar keine Beschränkungen mehr, was Abstände zu angeht. Nee. Das ist ja geil. Die Frage ist jetzt nur noch, lauft ihr durch? Genau. Und wenn nicht, wie groß ist der Radius, mit dem sie drum rumlaufen? Im Endeffekt kann man eh nichts machen, das ist ja dann spielgeschuldet, ne? Ja, aber es ist ja gut zu wissen, damit du weißt, wie du es am nächsten bauen musst. Yes, it's not just the static kind of frames of flat rides. I'm sure we'll look at this in future deep dives. There's so cool, dass sich halt alles hier mit bewegt. Kannst ja auch alles noch anpassen, ne? Ja, die Arme sind ja eben mit hochgefahren. Erzählen die auch gerade, ne? Ja, das ist ja auch, haben wir im Trailer ja schon gesehen, ne? Cool. Mhm. It'll go crazy with it, especially if our so cool. And then add them to blueprints for people to share. Exactly that. Halt gerne was in hier das dann baut. Ja, aber ich hätte auch ein bisschen aufsteigen. Kannst du wirklich jedes Teil dran hauen? Ich glaube, du kannst in einem bestimmten, Bereichen jetzt was dran bauen. Ich frage mich halt, wie groß diese Bereiche sind. Weißt du, es wäre mega. Da kannst du ja deine Bahn gestalten, wie du willst. Weißt du, nicht nur auf irgendeinen bestimmten Ecken, auf nur an den Seiten oder so, sondern wirklich, keine Ahnung, Sitz oder sowas, weißt du? Hm? Ja, klar, dass du wirklich den Sitz irgendwie kauen kannst oder so, das wär mega. Das sollte eigentlich gehen. In Sandbox Mode und Franchise Mode. So in Sandbox Mode, you can use your friends to create collaboration lists. So you take turns with that park. So I might work on it, I'll finish saving it, I'll upload it to the cloud. God bless them. The mythical cloud. That is a technical term. Used the first technical word. Well done, everyone. And then you can download it, update it, and then you'll do the same thing. Yeah. And in franchise mode, it's a very similar way of working together in your franchises. You'll be able to build lots of different parks and then compete with other franchises on challenges. They're going to be time-based. Gut, also es ist jetzt gerade nochmal bestätigt worden, dass wirklich, man kann nur alleine bauen. So you're trying to, yeah. Aber man kann sich halt den aktuellen Park permanent hin und her schicken, quasi. Ja, das hatten sie auch schon angekündigt, das stimmt. Also man kann gleichzeitig in demselben Park bauen und dann kann man den irgendwie kombinieren oder sowas. Ja, es gibt einen Park-File, auf den jeder zugreifen kann, aber immer nur einer gleichzeitig bauen kann. Ja, getrennt voneinander. Ja, das ist derselbe Park, den er baut. Du kannst aber nicht gleichzeitig auf den Park zugreifen. Also theoretisch so, wie wir es jetzt eh schon gemacht haben, nur ein bisschen vereinfacht. Ja, und das ganze Notier dazwischen, genau. Ah ja, sind wir gewohnt. Ist okay. Es ist doch vereinfacht. Also für uns ist es natürlich besser. Auch wenn es natürlich noch ein bisschen besser geht. Aber ja, es ist schade trotzdem. Also, meine Parkitect macht es ja vor. Es funktioniert ja irgendwie. Ja, aber Parkitect ist auch wieder nicht so ein großes Spiel. Ich weiß auch nicht, wie das technisch aussieht. Ich bin schon froh, dass sie überhaupt irgendwas in die Richtung ausprobieren und versuchen zu verbessern. Warum ist dann Stromzeichen? Weil du jetzt auch Strom hast. Das haben sie aus Planet Zoo übernommen, das System für Strom. Und ich brauche jetzt Strom für Achterbahnen und Fahrgeschäfte und alles. Oh. Okay. Aha. Irgendwie ist das ein bisschen ein Aufbauspiel. Sharing of parks, there will be a consideration for PC players to be aware of their limits, so that if they're sharing with people that are collaborating on platforms, the consoles or in franchise mode, they can see what their current version is on PC, so they're not creating a park that the console players cannot open. Okay. Explain it that simply sense, enough. But if you play just PC, if you just want a PC and you don't want to engage in any of the online aspects, you can just have one off the time. Or if your franchise is just PC players, you can have that as well. But it's when we cross from a different from one platform to the other that we have to bring the limit in. Yeah. And if you're just on console as well. But also for those of you that have played you'll know the complexity of what it's there for and the depth you can still go into these games, right? It's there for the best experience of your game, right? And that's it.
and you can still make some pretty insane parts. Yeah, and we're exactly. very, and I'm very, we're very confident that you'll be able to do that with Panic Coaster 2. We do also want to say chat is going absolutely crazy about the paths. They are loving the paths. Were you doing that while we were talking? While you were talking. Wir sehen den Chat jetzt gerade nicht, aber sind uns glaube ich alle einig. And I took the opportunity to build the condor out the back here. The ja, da noch jemand, der auf Wege Tool wahrscheinlich jetzt sich freut. Ich glaube, es tut es nämlich jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat. Guck mal, wie viele Einstellungen du da machen kannst. Shinny hat halt auch so übelst Probleme mit Wege gehabt. Hä? Nein. Oh, wie cool! Oh, what? Wie cool ist das denn? Du kannst die Wege zeichnen. Das ist ja ein CAD-Programm. Das gibt beide Versionen, das ist ja voll geil. Du kannst die Wege jetzt richtig an deine Szenerie anpassen, wie gut. Ich hab direkt Gänsehaut. Das ist ja so geil. Was ist das? Ist das dieses, dass wir da jetzt ein Loch rein? Es gibt auch ein Raster. Und wie sich das automatisch verbindet, wie gut. Ja, das ist mein Thema von eben gleich schon wieder aus dem Weg. Wir will schon Achterbahn bauen. Wir bauen schon Wege. Wir bauen nur noch Wege. Wir bauen nur noch Wege, wie gut. Da hast du noch verschiedene Formen. Und die kannst du sogar noch einfärben. Da brauchst du gar nicht mehr covern, Alter. Du kannst jetzt einfach alles einfärben. Ja, ist doch richtig gut. Aber du hast in dem Wegebau, hast du auch deine Bänke und Eimer, hast du gesehen? Ich habe zu spät erst rübergeschaut. Ja, hab ich nicht gesehen. Da oben. Ah, okay, das ist zu klein für mich. Deswegen zeige ich es auch gerade mit der Maus. Ja, danke. Ja, Wegebau hat sich ja erledigt. Also, das ja, ist jetzt schon vielen Dank an Frontier. Dankeschön. Absolut. Das hätte man aber auch schon bei 1 irgendwie machen können. Also guck mal hier die Wege, ne, wie die aussehen. Diese, das ist alles nach und nach gebaut, ne? Also immer übereinander gelappt quasi. Ja, ich glaube, das Thema Wege haben sie auf jeden Fall nochmal revolutioniert. Das hat im ersten Teil ja schon gemacht. Finde ich krass. Ich bin auch gerade am Beobachten, wie die Leute irgendwie an den Dingern da vorbeigehen. Weil es ist ja quasi auf den Weg drauf gebaut. Anders kann ich es mir jetzt nicht vorstellen. Der Weg ist vorher gebaut worden und dann sind die Objekte draufgekommen. Ja, wahrscheinlich, ja. Bis jetzt ist noch einer durchgebackt? Ich habe noch keinen gesehen. Ich habe auch nicht drauf geachtet, tatsächlich, die ganze Zeit, aber... Es kann natürlich jetzt auch sein, dass sie das, diese Sperre, diese Objektsperre schon automatisch in jedem Objekt drin haben. Dass dann das ist halt die Frage, rumlaufen. Die Frage ist, wie groß dieser Radius ist halt. Das ist mir egal, aber das macht schon einiges einfacher. Ja, guck mal, die laufen vielleicht 2 Meter dran vorbei. Also. Ja, wenn du uns enges, kleines, verschachteltes bauen willst, was ja durchaus mal bei uns vorkommen könnte, dann ist natürlich die Frage, ja. Dann ist das relevant. Wir reizen wieder Spiele aus, ist das schon klar. Ja, also kommt doch noch ein dritter Teil. Ich weiß noch, ich glaube, wir haben das Wünschevideo vom zweiten Teil vor ein paar Jahren das, haben wir, glaube ich, abgeschlossen damit, dass wir gesagt haben, und wenn das Spiel rauskommt, dann meckern wir über alles, was nicht passiert ist. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist ja alles, was wir wollten. Scheinbar. Es ist wirklich ein großer Teil passiert, was wir uns gewünscht haben. Das ist krass. Das stimmt. Ja, ich konnte nicht so viel sehen jetzt. Ach krass, du kannst auch sehen, wie viele Items, also Synergieobjekte mit der Achterbahn verbunden sind. Ah, du kannst in der Achterbahn nur die Dinger nehmen. Okay. Also es gibt spezielle Teile oder ist das nur wegen der Demo? Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber du kannst. Es sind ja gerade nur 38 Teile, ne? Die du da verwenden kannst. Ja. Das ist halt jetzt die Frage. Auf jeden Fall. Nur wegen der Demo oder ist es tatsächlich nur bestimmte Sachen, die du draufhauen kannst? Ja, das ist wichtig, das stimmt. Gale, Engel, Snap Distance, Hexes. In the office. Use this. And also, you know, like I say, creating that offset because that. Kannst sogar skalieren, ne? Ja, genau. Guck mal, wie groß der Balken noch geht.
Ja gut, das, wenn wir das 100% sind, dann wäre es schon, also, da kann man sehr viel größer als kleiner skalieren. Ich hätte eigentlich, dass es mehr in die andere Richtung geht. Also Minimum ist 50%, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, manche auch. Oh, geil. Exactly. Yeah, that's all in there. Change the lighting. Change that color there. I could change the light as well. And then. Ah, die Lichtfarbe kannst du auch ändern, das ist ja cool. Oh, not of course. I take it for granted. Let's kannst du aber bei 1 auch schon. Ja, ich. Ach du, ich brauche selten Lichter. Das stimmt. Ich vergesse sie immer. The option section. I can select symmetry type for. Ah, okay, fertig. Spiegeln. If nice. I do move the original, it will. In real time as well. This is so, honestly, when I saw you doing this, I was like, wow, stop, and, what are you doing? Kannst du nochmal abändern. Choose to put it on all the other cars. Boom. What? Cool. Yeah, 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 that's schon praktisch. Ist ja noch einfacher. Das ist doch alles nichts Neues. Ich weiß ja schon, ist ja alles schon. Ja, klar doch. Gott, der Ausmaß, der wird so riesig sein. Aber ich sehe jetzt auch keine Begrenzung, wie weit man die Teile da vom Wagen entfernen kann. Technical term again. Das gibt mir natürlich sehr viele Ideen. That's absolut. It. And that's, you say that's it. Oh, that's it. And that's I've it. Just undone all my changes as well because I didn't actually accept it. But oh, okay. You saw it's yeah, fine. Yeah. But I mean, der scrollt auch nicht einmal runter, ne? Ich komm doch mal ein. Absolutely, yeah. Also, wenn das Ding jetzt schon so deep dive, dann wird es ja nicht das letzte gewesen sein. Adam hat applied some lamps very quickly, but you got. Aber der Stand war ja ein Reiter für DLC, ne? Ja, hab ich gesehen. This morning I managed to I put a big rock. Also ging auf jeden Fall DLCs. Große Überraschung. Hab ich jetzt nicht drauf gehört, ich hab auf was anderes geguckt. Da hättest du auch nicht mit gerechnet, ne, dass wir DLCs fürs Spiel kriegen werden. Überhaupt nicht, ich dachte, es wäre fertig. Da, guck mal, 2000 stand da gerade irgendwas. A giant animated fish to a roller coaster and watch them do loop the loops. You know you're in a good space. Well, 2200 habe ich gerade gelesen an dem Teil. Everyone's laughing and joking, smiling about it because we're just making a game with some great people and it's going to be. 2000 Teile ist schon viel. I don't know if we've got time to show any more stuff. I'm super super. Ich kann es gar nicht einschätzen, aber ja, das ist eine große Zahl. Of course, yeah, absolutely. Take your pick. But chat, look, as also ich weiß von zwei neuen Maskottchen, aber es gibt bestimmt noch mehr. Oh, der Kaktus! Geil! Wie cool sieht der denn aus? Sehr geil. Das ist Carlos. Wie cool. Schöne Anspielung an Soap, ne? Nein. Boah, wie viele das auch sind. Stories to some of the mascots to help inspiration. Also es sind mindestens vier neue Maskottchen. Also wir haben einen Taucher, wir haben einen Hai und einen Kaktus. Ja, und halt, der Kaktus sieht ja mega aus. Und King Splash. Queen. Queen Splash. Queen Splash, genau. Vier neue Maskottchen. Ja, wenn ich es richtig sehe, sind noch einige rausgeflogen. Aber das macht ja auch Sinn. So also, Space Team haben wir ja gar nicht mehr. Ich meine, klar, die kommen noch dann als DLC wahrscheinlich. Ja, ja. Mega, ich freu mich schon so sehr auf dieses Spiel. Creativity kommt als nächstes, okay. Die ganze Stunde geht wahrscheinlich nur um Planet Coaster 2, ja? Deswegen sind auch die Bilder. Ja, das gab es schon am Anfang, als das Format neu war. Ist da spekuliert wurde, dass immer die Themen da hinten dran hängen. Ja. Rich, Adam, thank you so much for coming on. Außer Poster hier. Ich will es auch haben. Ich will auch so ein Poster haben. Thank you so much. Thank you. Guck mal, es ist doch nicht die ganze Stunde, ne? Nee. Außer der Trailer wird noch ein paar Mal wiederholt jetzt. Vielleicht finden wir dort noch ein paar Details. Ja, da hat bestimmt irgendwas, was noch niemand gesehen hat. Also, das ist die Präsentation jetzt von schon. Schon jetzt schon ein Ohrwurm, ne? Pre-Alpha Engine Footage. Ja, ich glaube. Da muss ich mir irgendwann mal ein bisschen Zeit nehmen, am besten möglichst bald, und mir diese ganze Präsentation auch mal Frame für Frame anschauen. Ich glaube, da war so viel drin jetzt. Ich glaube, da gab's noch ein bisschen was. Aber da war jetzt auch nicht Pause, du hast es einfach durchlaufen lassen.
Oh, ich freue mich auf das Spiel. Und ich erst. Ich freue mich auf unsere neuen Projekte. Mhm. Ja, endlich mal was Neues, ne? Aber ich glaube, am Anfang macht es erstmal Sinn, das Spiel ein bisschen kennenzulernen. Mal sehen, vielleicht ist es sogar in der Beta. Vielleicht. Vielleicht. Was kommt jetzt noch? Da wird schon noch irgendwas kommen. Ich sehe nichts. And we get to see it like on a day-to-day basis, but it's so nice that the guys come in and show it off because like they see it every day and they don't think they're like, I've just done this. It's like, just done it. Like, okay, right. Chat, I hope you enjoyed that. And a big love. Can we get some love for Adam and Rich for taking some time out to come in and play it live? Just to point out as well, development build, that was a very, very small taste of just some of the rides, flumes, pools, all that stuff. That was honestly scratching the surface. There's so much more. There's so much more we can talk about with the game. We will talk about going forward. If you're going to be at Gamescom, come and play the game. It really is very, very special what they've done with Planet Coaster 2. So I hope you enjoyed that. Hope that's sort of sated some of your appetite for the time being. I'm sure people will be pouring over that. The deep dive is out now, I think, on YouTube. It will be very soon for you to watch. Yeah. And I'm sure producer Adam will cut up this segment for you to watch back as well. So to celebrate... We have a lovely giveaway. What have we got? We've got a water bottle. We've got Elite Beanie here. Ja gut, da können wir jetzt natürlich gleich mitmachen. Going on the floor, but it's safe. We have a lovely Corsair headset. Camouflage headset. So if you can't see it, trust us, it's there. It's just my mid-command. It's a running gag. And what else we got? Oh, yeah. Sorry, there. Just something small. Just a little something. That's a leave. Is it that heavy? Yo. So strong. This is a giant monitor. It's not giant. It's a curved monitor from MSI. It's super cool, and we're going to give this away to celebrate the announcement. Ich hätte ihn gerne, so ist nicht. What have you got to do? 31,5 Zoll. So, you will have to put. Der kostet bestimmt 1500 Euro. Planco 2 in the chat. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Ich meine, der Park war ja recht klein, den sie hatten. Was ist, wenn wir den Park genauso groß machen wie zum Beispiel Bella Italia? Wie die Performance dann aussieht? Sieht die genauso scheiße aus? Oder hält sich das dann irgendwie? Weil bei Planet Zoo war das ja so, wenn du wirklich einen großen Park aufgemacht hattest, das waren ja trotzdem irgendwie 20, 25 FPS. Also das ging eigentlich doch. Die Performance war besser als mit dem Ghost. Das wird sich halt zeigen, das Spiel ist ja noch nicht fertig. Vielleicht machen die das noch zum Schluss. Ich weiß nicht, so sorglos wie die einfach Wege übereinander gestapelt haben und Attraktionen draufgeklatscht. Das ist ja, der Weg runter ist trotzdem noch da, ne? Der ist ja nicht weg dann. Das ist ja auch alles Performance, das muss alles berechnet werden. Jetzt die Wege, die Leute dann laufen können. Entweder ist es einfach sehr zuversichtlich, was ihre Performance angeht, oder es halt wegen der Demo egal. Das ist die Frage von Formel 1. Also ich glaube, Planet Coaster 2 ist fertig, glaube ich. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ja. Das ist auch die Coaster. Das neue Manager. Wir werden, glaube ich, mal hier einen Cut machen. Ja. Und mal weiterschauen. Und wenn noch was kommt, dann melden wir uns gleich. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der ersten Reaction bei uns. Und gerne lasst doch gerne einen Kommentar da. Ein Daumen nach oben wäre super. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ihr hilft uns damit. Für euch ist es kostenlos. Und in dem Sinne, macht's gut. Bis zum Sonntag jetzt diese Woche. Da sehen wir uns nämlich wieder. Alles klar, macht's gut. Ciao. Tschüss. Willkommen auf 7 Cents mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei.